Hallo, liebe User, herzlich willkommen zum Interview mit Him. Wir haben eine große Verlosung gemacht und 10 von euch haben natürlich eine Frage an Him gewonnen. Das Überraschende für mich war, oder vielleicht ist es doch nicht so überraschend, es haben fast nur Frauen mitgemacht. Hi, Him, welcome to the interview. Hallo. It was so amazing, or maybe it wasn't amazing at all. So almost only women did take part in the prize draw. Is that surprising? Well, sort of. Okay. So let's start with the first question by Roni, who is 19 years old. Roni, 19 Jahre aus Kirchheim. Wie habt ihr es geschafft, an euren ersten Plattenvertrag zu kommen? How did you manage to get your very first record deal? We were really lucky in a way that we rehearsed for about a year or whatever, and then we did the first demo and all the record labels hated it, and then waited for a couple of months and rehearsed a bit more, and then we did the second demo and then we got the deal. It was really simple. We just, you know, sent loads of tapes to everywhere in the world, and then it happened. You know. So you didn't give up? No. Okay. Never give up. That's good. Also, Him haben einfach mal ein Demo aufgenommen und das an die ganzen Plattenfirmen verschickt. Alle Plattenfirmen haben es absolut gehasst. Und dann haben sie noch eins produziert und es wieder an alle möglichen Plattenfirmen verschickt. Und dann ging es eigentlich ganz einfach. Sie wurden sofort gesigned. Zur nächsten Frage, die zweite Frage von Berlinda aus Berlin, 28 Jahre alt. Welchen Song von der neuen CD mögt ihr am liebsten und warum? Berlinda would like to know which song on your new album is your favorite song and why? Well, I don't have like a number one in that sense, but a couple of tracks from the album. All of them? Well, not all of them, a couple of them. I like a song called Heartache Every Moment. It's just a good song, that's the reason for it. It just worked out very well and I'm really pleased how it turned out. And then Love You Like I Do. The last tune on the album is kind of psychedelic, something we've never done before, and it still sounds like us. So, that's a good song. Okay. Also Wille hat gesagt, alle Lieder sind natürlich gut und er mag sie alle, aber dann hat er sich doch ein bisschen genauer gefasst und gesagt, Heartache ist ein sehr schönes Lied oder das allerletzte Lied, weil es sehr psychedelisch rüberkommt. Die dritte Frage kommt von Doreen, 15 Jahre alt aus Zesen. Was für eine Message wollt ihr an die Hörer oder Fans übermitteln mit dem neuen Album, wenn überhaupt? So what message do you want to bring across with your new album, if any at all? Don't give up. Never give up. Ganz einfache Always Antwort. Always keep on trying. Nie aufgeben und Always immer... Always look on the bright side of life. You know? Monty Python. Come on. It's not Monty Python. It's Monty Python has twisted that fine message. Okay. Him. Also nie aufgeben, immer die guten Dinge des Lebens betrachten und immer so weitermachen. Lena, 16 Jahre alt, aus Berlin, fragt jetzt, Wille, schreibst du die Songtexte sofort auf Englisch oder hast du zuerst eine finnische Idee im Kopf? In English. That's the easiest way. Good. So you speak German? No, but I understand a couple of words. Good. Because of sound-wise, Finnish is a really different language. It's worth it and impossible to do. First in English, Finnish, all the metaphors are so different, like in every language, it's easier to do in English, it just flows a bit better, you know, sounds nicer when it comes to music, for my ears, personally. Also er schreibt natürlich alle Songs sofort auf Englisch, weil Finnisch sich ganz, ganz anders anhört und ja, er findet, dass Englisch einfach besser klingt und das kann man einfach nicht so umsetzen. Christina, 17 Jahre alt, aus Eisenach, fragt jetzt, mit wem würdet ihr am liebsten ein Projekt zusammen machen? With whom would you like to do a project? None really. No one? No, not really. Also eigentlich... Maybe he'd probably love to do something with Iggy Pop. Yeah, always. What about you, Megan? No, well... Nothing really comes to mind now. We have a nice little thing going on, so I don't think that we should, like, you know, change it in any way. You know, like collaborating or anything. Maybe we give something. We give something. Probably. No. We give something.
Sie brauchen eigentlich gar keinen, um irgendein Projekt zu starten. Sie sind glücklich, wie Sie sind. Sie finden, dass Sie als Band gut zusammenpassen. Und wenn überhaupt jemand in Frage kommen würde, dann wäre es Iggy Pop hier für ihn. Sandra ist 18 Jahre alt, sie kommt aus Dresden. Lässt sich im heutigen Musikgeschäft Individualität und Erfolg überhaupt noch vereinigen? Sandra would like to know if it's possible to combine individuality and success in these days in the music business. We're in a business win. I don't know. We're not. Like, we're in a pull packs in a way that there'd be like people dressing us up, writing our songs, and combing our hair. So there's the big difference. It's really hard to say, you know, how it is, and that's sort of that's business for me. We write our songs, and he doesn't comb his hair. We all dress up for each other. But that's good for you. Well, it's pretty nice because anyway, you know, sound music and eventually, you know, on the gates of heaven when that day arrives, you know, we're the ones to be judged on the things we've done. You know, we want to consider our albums to really be our albums, not made by somebody else. You know, our albums to really be our albums, not made by somebody else. You know. I think that's pretty good. Also, Sie brauchen gar keinen geschäftlichen Erfolg, weil Sie keine Geschäftsmänner sind. Sie machen nur Ihre Musik und ziehen sich an, wie Sie wollen, schreiben Ihre Songs, spielen Ihre Instrumente selber und kämmen sich sogar Ihr Haar selbst. Und deswegen interessiert Sie kommerzieller Erfolg gar nicht so richtig. Und wenn Sie mal in den Himmel kommen, dann können Sie an der Pforte sagen, unsere Alben sind unsere Alben und nicht von jemand anders. Die nächste Frage kommt jetzt mal von einem Mann, Stefan, 28 Jahre alt aus Suhl. Könnt ihr euch vorstellen, in eurem Leben mal was anderes als Musik zu machen? Could you imagine doing something different than music in life? I was born a rambling man. I'm sorry, I just wanted to say that. So maybe I'll be traveling somewhere. I've never been doing anything else, I don't know. Me neither. Then you work in a computer. Tell us about your career. He works in a place called Quadricon. I used to work. It was my father's office. Used to work in a sex shop, didn't you? No, I didn't really work there. I just went there for a couple of days, you know. But then he got arrested. And there was a couple of... it's a green jelly, you know. Turn out the knob there. It just started squirming like It's totally awesome. Eigentlich können Sie sich gar nicht vorstellen, was anderes als Musik zu machen. Mieke könnte sich vielleicht vorstellen, zu reisen. Und Linda hat mal in einem Computerladen gearbeitet. Und den Rest übersetze ich jetzt nicht mehr. Heidi, 22 Jahre alt, aus Duisburg, möchte jetzt gerne wissen, würdet ihr lieber wieder das Leben einer unbekannten Band führen, die dafür aber mehr Kontakt zu ihren Fans hat? Oder findet ihr alles gut, so wie es ist? Hello. I'm sorry. The next question is by Heidi, 22 years old, and she would like to know whether you rather be a rather unknown band but have more contact to the fans, or do you like life as it is now? Well, it's sort of nice. We being unknown, and now we're a bit more known. They're both nice, you know. It doesn't matter, you know. But we can't do anything about that. We're making the music which we love and hoping the record company will release it, and if it does really well and the album sells a lot of copies, you know, that's not our fault, that's people's fault. Yeah. And how about the contact to your fans? I'm afraid of fans, of people. I'm afraid of unknown people nowadays. It's usually, you know, like that. But it's my fault. It's not their fault. Yeah. Okay. It's frightening. Mm-hmm. When people, you know, when they listen to an album, and they think that through the music they understand the personality who's behind it, and think that they know us because they've heard our album. Mm-hmm. Music's just one thing, you know, if you know what I mean. Mm-hmm. That's not like... It's like a hammer, like a tool. Tools of trade. Mm-hmm. Also, Himmer haben gesagt, dass sie gar nichts dafür können, wenn ihre Musik erfolgreich wird. Wenn das Album halt released wird und sich gut verkauft, dann freuen sie sich natürlich, aber sie können halt gar nichts dazu. Und was den Kontakt zu ihren Fans angeht, haben sie ein bisschen Angst vor den Fans, weil die Fans immer glauben, sie wirklich kennen zu würden, dass sie sie wirklich kennen würden.
Weil sie das Album gehört haben, aber das ist ja gar nicht so, weil sie kennen dadurch die Person nicht. Stefanie, 15 Jahre alt, aus Winterberg, möchte wissen, Anfang des Jahres hätte Wille erzählt, dass er mal ein Soloalbum auf Finnisch aufnehmen würde. Das ist immer noch geplant. Stefanie asks, is it true? No, do a couple of things in Finnish back at home with a Schlagerband sort of thing. Finnish Schlagerband, oh. Yeah, it was a... It was sort of a big thing, you know, one pop artist, Finnish pop artist from the 70s died in the 80s, and then I had the opportunity of singing a couple of those tunes for telly, and that's what I did, but this was on like a, it was a huge honor for me, and I'm proud that I was, you know, able to do that. Okay, also die Antwort lautet schlicht und weg, schlicht und einfach nein. Es ist kein Soloalbum auf Finnisch geplant. Wille hat mal etwas für schwedische Pop-Artists, Schlagerleute gemacht im Fernsehen, aber mit dem Soloalbum hat es nichts zu tun. Die letzte Frage kommt von Susanne aus Steffenberg. 14 Jahre ist sie alt. Was sind eure nächsten Projekte, beziehungsweise bringt ihr ein Live-Album raus? So, last question now. What will be your next projects and will you actually release a live album? Well, the next project, we're going to write, I'm in the process of writing new songs for the fourth album. So when we have time, we're going to rehearse a couple of those and do a really shitty demos out of them. And working on that. And anyway, we're going to be really busy from early next month to, let's say, February. It's going to be a long tour. So concentrating on that. And our live album, probably not. Not yet, at least. Because... we don't have enough of strong material. We only got like two good songs, that's about it. So, that's two good live songs. Not three, one on each album. One on each album, yeah. The most selling singles. Yeah. Okay, thank you very much. No, thank you, darling. Also, noch die letzte Antwort auf Deutsch. Him sind jetzt ganz beschäftigt die nächsten paar Monate, mindestens bis Februar. Und sie fangen trotzdem an, neue Songs zu schreiben. Und ein Live-Album werden sie nicht rausbringen. Sie sagen, sie hätten nicht genug gute Live-Songs. Ja, vielen Dank für das Interview.